Vielleicht ist es dir noch sehr präsent, wie du dich gefühlt hast, wenn ein Lehrer oder Ausbilder dich in einem bestimmten Thema abgefragt hat. Du hattest es auswendig gekonnt. Du hast dich damit beschäftigt, auseinandergesetzt und just in dem Moment wollte es dir nicht einfallen. Du konntest dich nicht erinnern und der Druck ist immer stärker geworden. Ein unangenehmes Gefühl. Du wolltest dich erinnern, unbedingt. Das Wort erinnern heißt, sich auf etwas besinnen, sich ins Bewusstsein rufen, nicht vergessen, im Gedächtnis haben, unvergesslich, lebendig und gegenwärtig haben. Und das ist etwas, was das Wort erinnern so im Kern umfasst. Neulich habe ich in dem Psalm gelesen und da ist mir aufgefallen, dass der Psalm 78 von diesem Wort erinnern ganz besonders geprägt ist. Da lesen wir, was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen, ihren Söhnen und dem künftigen Geschlecht erzählen, die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Die Wunder und die Ruhmestaten hatte das Volk Israel ganz direkt und ganz besonders erlebt. Und es war eine Anweisung, dass sie das, was sie erlebt hatten, nämlich die Versorgung und die Gnade und das Durchführen durch Gottes Hilfe, dass sie das ihrer nächsten Generation weitergeben sollten. Sie sollten diese Ruhmestaten, diese Zeugnisse, diese großen Machttaten Gottes nicht vergessen. Sie sollten sich immer wieder daran erinnern. Und das Erinnern sollte in dem festgehalten werden, dass sie es immer den Kindern und den Kindeskindern weitererzählen sollten. Das war ihr Job. Und schon kurz in ein paar Versen danach heißt es, sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er sie hatte schauen lassen. Sie erinnerten sich einfach nicht mehr dran. Sie hatten es abgehakt. Irgendwie war das vorher mal, irgendwie früher, ja, früher. Aber sie hatten es nicht in ihrem Gedächtnis so abgespeichert, dass sie das weitergegeben haben. Wie ist das mit deiner Situation jetzt gerade heute? Wie ist das? Hast du schon mal erlebt, wie Gott dich versorgt hat? Wie er dich durchgeführt hat? Hast du Zeugnisse über das Wirken Gottes in deinem Leben schon mal gehabt? Vielleicht, dass du gute Ärzte an deiner Seite hattest, dass du gute finanzielle Versorgung hattest. Auf einmal war ein Job da. Auf einmal hat es doch in den Beziehungen einen Aufbruch zum Guten gegeben. Vielleicht hattest du wirklich einen Durchbruch auch im geistlichen Raum, dass du Dinge besser verstanden hast. Auf einmal war Beten leichter geworden. Du hattest ein Zeugnis. Und jetzt kommt wieder eine Situation, wo genau das abgefragt wird. Wo ist dein Zeugnis jetzt in dieser Situation? Wo erinnerst du dich daran, dass Gott dir geholfen hat? Wo erinnerst du dich an diese Ruhmestaten, an die großen Taten Gottes, die schon in deinem Leben gewesen sind? Wir müssen das anwenden, was wir schon mit Gott erlebt haben in der Situation heute. Denn wir können zurückgreifen auf das, was Gott getan hat. Und das lässt Glauben in uns aufstehen. Das lässt Glauben wachsen, dass Gott sich für mich auch in dieser Situation jetzt und heute wieder einsetzen wird. Und wir lesen im Neuen Testament, dass wir einen Beistand haben. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist will dir helfen. Er will dir helfen, dich daran zu erinnern, was Gott gesagt hat. Er will dich erinnern daran, dass du an die Ruhmestaten Gottes in deinem Leben dich wieder ganz neu anbindest. Dass du ganz neu für möglich hältst, dass Gott mächtig ist, dass er groß ist, dass er die Power hat, sich in deinem Leben zu verherrlichen. Gerade jetzt in dieser Situation, gerade jetzt, gerade heute.
Ich bete, dass das ganz tief in deinem Herzen verankert ist, dass du dich erinnerst an das, was Gott getan hat und dass du ein Zeugnis von heute haben wirst. Gott hat mehr für dich.